Hallo, liebe StarCraft-2-Community von instarcraft.de. Ja, ihr seht ein neues Gesicht. Ich bin Mr. Turkleton, aka Tim. Ich mache in Zukunft so ein bisschen Videocontent für instarcraft.de. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus Videos wie Let's Play 003 in Counter-Strike.de. Ja, ich habe ein bisschen CSGO-Material gemacht für eine andere Ingame-Seite. Bin jetzt in der Heimat bei StarCraft angekommen. Bin immer so mehr der gewesen, der Livestreams anguckt. Bin jetzt kein wirklich talentierter Spieler, aber ich denke, ich kann euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Für die Professionalität des Formates habe ich mir den Xister aka Dave mit ins Boot geholt, ein alter Freund von mir, der euch so ein bisschen mehr taktisch dann auch mal ein bisschen was sagen kann. Ich werde mich natürlich auch bemühen, aber die Flames wegen ja, Game Content bitte an ihn, an mich die Sache, wenn ihr nicht gelacht habt. Genau, Dave, stell dich nochmal ganz kurz vor. Ja, also wie gesagt, ich bin der Dave. Ich werde den Tim hier tatkräftig unterstützen, natürlich. Ich selbst spiele StarCraft jetzt seit 2 Jahren und jetzt seit eben der Übergang zu Heart of the Swarm, die Erweiterung von StarCraft 2. Habe jetzt seit den letzten Monaten eine kleine Pause eingelegt. Freue mich aber jetzt halt auf dieses neue Format mit Tim zusammen und ja. Ich hoffe, dass das was Großes wird irgendwann. Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Vielen Dank schon mal an General Mengsk und an Gundalf, die mich da ein bisschen unterstützt haben. Auch, wie ihr seht, mit Overlays oder auch so den einen oder anderen Tipp. Vielen Dank, Leute, dafür. Heute wird es sich primär um das Content-Update in der Beta drehen. Es gab ja ein riesengroßes, 3 GB großes Update, wo die komplette UI wieder umgestellt worden ist. Arcade 1.5 ist Vergangenheit. Wir machen jetzt einfach noch was Neues. Es hat sich noch ein paar andere Sachen, so ein bisschen im Spectator-Modus geändert, so ein bisschen, ja, auch mit den Einheiten jetzt nicht gerade, aber wie Einheiten reagieren, wie sie zum Beispiel platzen und sowas. Also, ein richtig cooles Update. Es ist auch noch einiges mehr reingekommen, aber das werden wir euch jetzt alles so ein bisschen vorstellen und dann werden wir mal gucken, was wir euch so im Spectator-Modus noch zeigen können. Genau, dann gehen wir jetzt erstmal in-game rein. Ihr seht, wir sehen hier Kerrigan. Ja, zu meinen Missfallen ist es ein bisschen, dass sie nicht animiert ist. Ich habe mir eigentlich bei den ganzen Screenshots vorgestellt, dass sie so ein bisschen vielleicht animiert schon ist und dass vielleicht so ein paar Teile schon wackeln oder so, wo man vielleicht ein bisschen Spaß hätte. Auf was ziehst du das ab? Auf die Haare. Auf die Haare, Auf ja, die so Haare. Ich hätte gerne die natürlich, Haare ja, im Wind klar. gesehen, natürlich. Meine Freundin hört zu, ich darf ja nicht so viel Scheiße machen. Achso. Genau. Ihr seht, es hat sich so ein bisschen alles geändert. Also, ich finde es auch aufgeräumter, ganz ehrlich. Genau, wie Definitiv. findest du den ersten Eindruck so vom UI? Ja, wird definitiv aufgeräumter. Es ist mehr freier, man hat wesentlich mehr Platz, es ist wesentlich besser strukturiert. Vorher hatte man diesen komischen Rahmen, den Blizzard da ja ganz Wings of Liberty drin hatte. Und ja, der war für viele Leute einfach bedrückend oder nervtötend. Jetzt halt ist es einfach schöner angeordnet, dieser Rahmen ist komplett rausgefallen aus der ganzen Menügebung. Also ich finde es ganz nett gemacht eigentlich. Ja. Sehe ich ähnlich. Was jetzt noch dazugekommen ist, ist neben dieser ganzen Veränderung auch, ja, dass wir jetzt auch Gruppen machen können und Clans. Das heißt, wir können jetzt hier. Wobei Chat-Channels kann man, glaube ich, schon immer erstellen, ne? Das ist Blödsinn. Chat-Channels konnte man schon immer erstellen, aber was neu ist dass man die Chats skalieren kann. Also man kann sie jetzt halt größer und kleiner ziehen. Wobei klein ja auch noch recht groß ist, muss man sagen. Ja, richtig, muss man dazu sagen. Aber sie haben gedacht, dass eben im Spiel sollten sie noch kleiner werden. Weil im Spiel Chatfenster zu haben, ist eh eigentlich relativ ungewöhnlich. Außer man macht jetzt halt Teamplay ohne TS, was oder Skype oder wie auch immer, was sehr ungewöhnlich ist. Aber in den niedrigen Ligen, im Bronze, Silber oder sowas, gibt es noch, wo einfach Leute sich zum Spaß einloggen und dann per Chat einfach schreiben. Und dadurch, dass eben die normale Chatgebung im Spiel für Anfänger ziemlich verwirrend ist mit dem Durchtappen der Chats und wie auch immer, haben sie eben gedacht, ja, machen wir kleinere Chatfenster, dann können wir das noch an die Seite rankleben, eben genau. Was jetzt ganz neu dazugekommen ist, was auch, ich glaube, seit 2 Jahren gefordert wird, seit Battle.net 1 auf Battle.net 2, glaube ich, ist die Clan-Funktion. Also ist jetzt wirklich möglich, entweder hier, wie ihr seht, diesen Mr. Turkleton-Clan
zu erstellen, zu benutzen. Also man kann in Clans auch reingehen. Man sieht hier auch unten bei meinem Logo, es ist dann auch ein Clan-Tag vor dem Nick. Das ist ja auch viel gefordert worden, weil es ja auch das Problem ist mit dieser Charakterumbenennung. Man kann schlecht Tags vor seinen Nickname tun, weil sobald man den Clan dann, sobald er sich auflöst oder geschlossen wird oder man einen anderen Clan joint, hat man das Problem, dass immer noch dieser Identifier vor einem ist. Das ist jetzt wirklich komplett frei geworden. Man sieht ja auch, dass das Clan-Erstellen ist richtig einfach. Wir sehen hier auch, dass das Clan ein Dropdown-Menü ist. Das liegt daran, weil Blizzard neben den Clans, die auf 50 Leute beschränkt sind, auch noch Gruppen zulassen will oder so. Wahrscheinlich Gilden wird es wahrscheinlich dann auch heißen, wo mehr als 50 Leute drin sein können. Jetzt in dem Update ist es nur möglich, einen Clan zu machen. Wir können da irgendwie irgendwas vergeben. Let's Play Clan. Dann können wir uns die Tags wählen. Das ist beschränkt auf 4 Zeichen. Das heißt, wir können das auch so machen. Es muss natürlich verfügbar sein. Ja. Schauen wir mal, ob das verfügbar ist. Player owns maximum of number of clubs. Das ist dementsprechend, weil ich hier eben schon diesen Mr. Turkleton Clan habe. Deshalb geht das nicht mehr. Also man muss ihn dann vorher auflösen. Die Frage ist, kann man ihn auflösen? Das ist jetzt sehr interessante. Leaf Clan. Geht. Ja, hast auch jetzt bei mir dein Tag verloren. Also ich sehe Genau. jetzt deinen Tag nicht mehr. Jetzt können wir uns einfach nochmal den Spaß machen. Können hier nochmal einen erstellen. Play Clan. Clan. Genau. Jetzt sehen wir auch, ich bin hier, das ist mein Owner. Ich habe den neuen Nick davor, den neuen Tag. Ich kann hier auch News schreiben. Let's Play sind cool. So, ihr seht schon, meine Tippfähigkeiten sind begrenzt. Let's Play sind cool. Bla bla bla. Und schon haben wir hier eine Nachricht, die auch alle sehen können. Jetzt inviten wir mal den guten David. Invite to Party, invite to Clan. Wir sehen jetzt, haben wir hier intern unseren eigenen Chat für Clans, für solche Members. Das kann ich hier natürlich auch promoten zum Officer. Genau, Ownership könnte ich transferieren, also ähnlich wie es auch in anderen Blizzard Online-Rollenspielen ist, hat man hier auch sehr viel Möglichkeiten, was zu tun. Eben auch Infos, das ist alles, was man eben eingeben kann, Clan-History und so weiter. Also ist schon ganz gut. Es ist auch, ich denke, die erste Version. Ich denke, da wird noch einiges kommen. In World of Warcraft gibt es ja zum Beispiel auch bestimmte Sachen, die man kriegt, wenn man im Clan ist. Vielleicht machen sie da bestimmte Decals oder bestimmte Porträts einfach verfügbar für Clan-Leute. Für irgendwelche großartigen Sachen, die man tut. Es ist auch geplant von Blizzard, dass dieses Clan-Feature auch dazu genutzt werden kann, einfach gegen Clans anzutreten. In den 3-on-3 oder sowas. Dafür wird es wahrscheinlich auch extra noch Trophäen etc. geben. Ich finde das ein ganz cooles Feature. Das mit der Begrenzung von 50 ist eigentlich auch okay, wobei es wahrscheinlich einen oder anderen Clan geben wird, der mehrere Teams hat, die dann auch wahrscheinlich verschiedene Clans machen müssen, um eben für jedes Team, ja, eine Ja, Unterteilung zu machen. wenn man sich so anschaut, die größeren Teams mehr oder weniger, die haben was 15, maximal 20 Pro-Gamer irgendwie in ihrem Clan, sagen, nennen wir es mal so, sie nennen es ja immer Teams mehr oder weniger, oder eben dann die speziellen Sponsoren, EG, Liquid, wie auch immer, das sind maximal 15 bis 20 Spieler. Ich glaube, dafür ist es komplett ausreichend eigentlich fast. Das Einzige, was ich eben denke, ist, wenn es quasi so Art Fansites eben gibt, dass es dann größer werden sollte, klar. Genau. So, was gab es noch für Änderungen an der UI? Ich glaube, wir haben so gut wie alles drin, oder? Es sind natürlich Einzelheiten noch gemacht worden. Man sieht jetzt bei Custom Games so ein bisschen mehr. Aber ich glaube jetzt nichts Nennenswertes, wo man sagen müsste, okay, das müssen wir jetzt unbedingt noch zeigen, oder?
Ich sage jetzt mal noch nicht direkt nein. Also im Menü selbst eigentlich nicht. Ist eigentlich relativ viel gleich. Also klar, die Buttons wurden geändert, wie auch immer, aber das System baut eigentlich so auf wie früher auch. Genau, ich gehe jetzt gerade noch mal durch. Mir fällt jetzt nichts mehr Eklatantes auf. Nein, also jemand, der jetzt halt in StarCraft 2 im ersten Add-on jetzt halt schon zu tun hatte, der wird sich im 2 auf jeden Fall zurechtfinden. Genau, Matchmaking hat sich auch so ein bisschen geändert. Genau, man sieht hier Ranked, Unranked, das ist alles noch gleich. Auch so, es hat sich einfach vom Design her natürlich alles geändert, aber so an sich ist jetzt nichts grob anders geworden. Also die Sachen, also die Eigenschaften, die Tabs sind eigentlich noch die gleichen wie in WoW. Aber eben vom Design her, von dem Button-Design hat sich alles geändert. Manche Sachen findet man hier und dort ein bisschen anders. Aber wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut einfach in die News in StarCraft.de. Da ist ganz genau aufgeführt, was sich alles geändert hat. Da ist das komplette Changelog auch dabei. Aber da am besten einfach mal draufklicken. Genau. Was noch nicht dabei ist, ist diese Replay-Funktion, diese gemeinsames Anschauen von Replays. Das gibt's noch nicht. Ja, da warten ziemlich viele Leute darauf. Genau, weil das wäre natürlich auch gerade was für Caster, dass man jetzt nicht mehr sich umständlich miteinander irgendwie verbinden muss, sondern man könnte sich gemeinsam eben auch Replays angucken, könnte Fachsimpel und so weiter, aber das kommt definitiv noch. Ja, richtig. Früher hat man es halt nach dem einfachen System gemacht. Ja, man schickt sich das Replay gegenseitig zu. Dann wird einfach von drei runtergezählt und es wird auf Start gedrückt, mehr oder weniger. Bloß das Problem dabei war eben, dass die Rechenleistung da ziemlich entscheidend war und manche dann eben das Replay schneller oder langsamer gesehen haben. Und ja, die Zusatzfunktion, die eigentlich fehlt, ist quasi, dass man es synchronisiert anschauen kann. Genau. Wir sehen auch hier im Player-Profil, das ist eine der Änderungen, die mir als, sag ich mal, Casual-Plus-Spieler besonders freut. Das ist dieses Level-System, was es jetzt gibt. Das finde ich recht cool. Wir sehen auch, es hat sich so ein bisschen die Icons verändert. Das ist alles ganz schön geworden. Man sieht wieder mehr von den verschiedenen Seasons. Es wird auch mehr angezeigt. Das war ja einer der großen Kritikpunkte am 1.5er-Update, dass man sehr umständlich irgendwie sich den Gegner angucken konnte und so weiter. Genau, Rewards sind exakt die gleichen. Interessant ist in der Beta, man kriegt nur die accountgebundenen Erfolge. Es wird also nicht zwischen euren WoW-Profil und dem Beta-Profil irgendwas gematcht, sondern in dem Fall habe ich nur meine ganzen Collector Edition Porträts drin und Decals. Aber alles andere, was ich freigespielt habe, noch nicht. Genau, Match History. Ist alles noch exakt gleich. Man kann es auch immer noch nach allen möglichen Typen durchsortieren. Man kann sich die Ladders angucken, man kann die Current Ladder ansehen, man kann aber auch die Last Season angucken, Career Summary, Statistik, Friends, Grandmaster. Was alles sehr cool ist, weil das war ja in den 1.5 Update nicht mehr so in der Vollendung mit dabei. Genau, man hat hier diesen Copy-Link, also man kann jetzt auch viel einfacher Sachen aus dem Battle.net rauskopieren und in den Browser schieben zum Beispiel. Das geht, jetzt suche ich nur gerade nach der Funktion, dass ich mir mein Level angucken kann. Es wird halt hier unterschieden. Erstmal, es gibt ein Gesamtlevel des Accounts. Wie ihr hier sieht, ist bei mir jetzt 7. Und es gibt hier ein Level für jedes Volk. Das ist auch abhängig von den Rewards, die man kriegt, welche Rasse man hochspielt. Also im Endeffekt müsste man alle Rassen hochspielen, um alle Decals und alle Porträts zu kriegen. Man sieht hier zum Beispiel Terran habe ich Level 4, Zerg habe ich Level 3. Das war jetzt nach einem Custom Game gegen einen sehr leichten KI-Gegner. Das ist auch das Einzige, was derzeit freigeschalten ist. Man sieht, es gibt hier massig Punkte. Die Frage ist, wie weit sich das bis zum Release ändert. Ich denke mal nicht, dass man da noch großartig für Custom Games Erfahrung kriegt. Weil Ja, sie sonst. wollen es ziemlich stark ändern. Also sie haben gemeint, ja, das ist jetzt vorerst eben ziemlich leicht gemacht. Also man erreicht Stufe 20 eigentlich mit so ungefähr 5 bis 10 Spielen. Und später dann wollen sie diese Erfahrungsgewinnung quasi anpassen. Es wird erstmal bei 20 Stufen bleiben. Und das haben sie sich quasi so als Fütterung aufgehoben, eben, dass Spieler ein bisschen so bei der Stange gehalten werden oder Interesse haben, noch in StarCraft reinzugehen, dass man später einfach diese Level-Bandbreite erhöht.
dass man dann sagt, okay, jetzt geht's bis Stufe 30 oder sowas. Wie es eigentlich typisch für eigentlich ein RPG ist. So wollen die das in StarCraft auch niederlegen, dass man immer mehr Features freischalten kann. Weil viele Leute, die jetzt halt nicht in Pro-Game irgendwo verankert sind oder sowas, eben mehr darauf aus sind, ja, mal ein Custom-Game gegen die KI zu machen oder mit einem Freund zu spielen oder wie auch immer. Und so kann man halt zumindest was nebenbei noch erreichen. Er kann ein Porträt freischalten, kann Decal freischalten, wie auch immer. Und das wollte eben Blizzard mehr oder weniger wieder so auf die Reihe bringen, weil momentan ist es in Wings of Liberty so, dass viele Abgänge da sind, da einfach die meisten haben die Kampagne durch, haben ihre Spiele mehr oder weniger gemacht, haben einige Sachen freigeschalten, aber diese Riesensachen, wo man in der Ladder spielen muss und 1000 Spiele gewinnen muss, daran hat eigentlich keiner Interesse, der jetzt nicht gerade Pro-Gamer ist, wo es dann nebenbei von alleine passiert. Und so wollen sie eben immer wieder für neuen Content sorgen und nicht, dass man sich ins Spiel dann nur noch so einloggt und eigentlich nichts erreichen kann. Na klar, weil selbst auf Bronze-Liga-Niveau ist ja nicht für jeden, der jetzt anfängt, das irgendwie leicht schaffbar, sich in der Bronze-Liga zu behaupten und so. Also es ist wirklich eine gute Sache, auch die Leute ranzufüttern, dass sie eben besser werden. Also dass sie einfach nur durch Erreichen der Stufe 20 so viele Custom-Games gemacht haben, dass sie Genau. sich vielleicht auch in die Bronze-Liga trauen können, ohne gleich die volle Breitseite zu kriegen. Genau, dann würde ich sagen, du öffnest jetzt mal ein Custom-Game, dann schauen wir uns vielleicht mal die Oberfläche so an sich ein bisschen an. Okay. Und schau mal die neuen Spectator-Features an. Machen wir doch. So, entspielen. Genau. Musst du noch annehmen? Hab ich schon. So, genau. Genau, da sieht man jetzt auch ein bisschen neue Oberfläche eben mit dem neuen UI-Update. Es wurde halt eigentlich quasi gespiegelt, das Ganze. So, ja, dann starte ich einfach, oder? Genau. Werde auch gleich mal Dave beobachten. Ich hoffe, ich sehe auch im Spectator-Modus, wenn du XP kriegst. Mal gleich mal testen. Das werden wir gleich sehen. Ihr seht, wir sind top vorbereitet. Ja, ich habe jetzt auch aus Versehen Terran genommen, nicht unbedingt meine Rasse, aber ich glaube, zum Herzeigen reicht's. Ich werde gegen den sehr leichten Gegner hoffentlich nicht verlieren. Wenn nicht, haben wir was zum Lachen. Ihr seht Ja, hier genau. auch, diese ganzen Decals etc. sind jetzt auch viel besser präsentiert auf dem Boden. Auch viel größer, dass man auch ein bisschen mit angeben kann. Und wir sehen hier eins der Features, die ihr wahrscheinlich schon kennt, die Worker-Anzahl wird gezeigt. Ja, das ist ja sehr umstrittenes Feature. Auch dieses Auto-X-Splitting der Arbeiter, da gab es ja schon richtig Ärger. So, jetzt schauen wir mal. Es war doch ein neues Kommando Steuerung X, oder? Ja, Steuerung X müsste sein. Genau, wir sehen auch, es hat sich so alles ein bisschen auch geändert. Die Uhr fehlt etc. Ja. Jetzt können wir auch mal unseren coolen Overlay einschalten. Genau, aber es sollte doch was mit Steuerung X passieren, oder? Ja, Control X standen im Patch nutzen, ja. Vielleicht Umschalt bei uns, ich weiß nicht, oder vielleicht haben sie es einfach auf Alt gelegt. Ah, ich glaube. Also ich sehe jetzt keine Veränderung. Genau, an den Fenstern hat sich jetzt auch nicht viel. Boah, du hast eine wahnsinnige APM gerade. Glaube ich, ja. Wie gesagt, ist nicht meine Rasse. Ich habe meine Hotkeys auch in der Beta noch nicht eingestellt. Also von dem her ist es gerade eigentlich mehr oder weniger nur Geplänkel. Ich tue alles gerade nur klicken, habe keinen einzigen Hotkey hier gerade in Use. Wir sehen, es hat sich jetzt nicht viel geändert. Wir sehen aber, dass Dave so ein bisschen hin ist. Dir ist schon klar, dass der Computer mehr baut als du. Das ist mir egal eigentlich. Es kommt drauf an, was man baut, nicht wie man baut.
Nein, es soll ja nur zu Demonstrationszwecken sein. Aber ich sehe jetzt, glaube ich, nicht, dass du XP farmst. Gehen wir mal auf den Computer 2. Übrigens stellt sich die KI auch selbst auf einfach ein bisschen schlauer an wie früher. Die jetzt auch mal einfach wieder Sachen aufbaut und sowas. Also die so rennt nicht sofort, sondern wenn du nicht so rendest, bauen die auch weiterhin irgendwelches Zeug. Und laufen vor dir weg oder bauen auf irgendwelchen anderen Sachen irgendwas. Oh Gott, ohne Hotkeys ist das echt schrecklich, sag ich dir. Ah, wir sehen, ihr habt gerade gesehen, 50, 50 Erfahrung hat gerade David gekriegt. Jetzt schauen wir mal. Bauen wir irgendwas Größeres. Also ich habe es gesehen, bei den Panzern zum Beispiel kriegst du 150 XP. Ich baue meinen Bunker da vorne. Was halt sehr cool ist, dass du wirklich für alles irgendwie XP kriegst. Also wenn du Sachen angreifst, wenn du Sachen produzierst, das ist halt wirklich cool gemacht. Weil so kannst du selbst als schlechter Spieler aufsteigen und musst nicht zwangsläufig gewinnen. Ach ja, du kannst, da hast du schon den Building Tab gezeigt, der neu drin sein soll. Building Tab. Ja, es gibt einen Einheiten Tab, wo man die aktuellen Einheiten sieht. Das soll es jetzt auch angeblich für Gebäude geben. Structures, ja. Müsste T Structures sein, oder? Dann sieht man, wie viel von welchen Gebäuden da sind. Richtig. Genau, sehen wir gerade im Video. Also ich muss sagen, also die Änderungen gefallen mir recht gut. Also mir gefällt HOTS an sich um einiges besser sogar. Ich mache jetzt mal noch ein Upgrade, dann können wir noch den Upgrade-Tab zeigen. Genau, wir sehen, dass jetzt noch keiner da ist, also weder von deinen Gegnern noch. Richtig, dauert noch 60 Sekunden. Sieht aber gut aus. Bei mir leckt gerade das Spiel ein bisschen, fällt mir auf. Also ich weiß nicht, ob die Server wirklich schon richtig stabil laufen. Also sehen, dass wir zum Beispiel für Mineralien nichts kriegen. Was ich auch ganz gut finde, man sieht hier auch die Worker-Anzahl, wie viel gerade zum Beispiel Vespingas abbauen. Das haben wir zum Beispiel gestern gesehen im Pro, in einem Pro-Spiel bei den Wintermasters bei Huma J. Da hat auch einer wie wild da Einheiten reingetan und ja, das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er sehen würde, wie viele Einheiten da eigentlich gerade am Minen sind oder wie viel da gerade auch im Gas sind. Ja, das hat früher immer zu Komplikationen, gerade in den mittleren Ligen geführt, mehr oder weniger, weil man nicht genau wusste, ja, wie viel. Okay, man wusste es schon, natürlich. 7 Patches, 3 Worker immer sind 24 insgesamt, die Mineralien machen sollen. Aber man kontrolliert es halt ziemlich selten, höchstens wenn man mit der Box mal drüber fährt oder so. Somit ist es ganz gut, was ja, oder ganz nett eigentlich. Das ist ein kleines Überblickstool mehr oder weniger, dass man sieht, dass auch immer alles belegt ist. Jetzt gucken wir uns gerade mal an, wie du das Command Center baust. Wie viel Erfahrung du da kriegst. Ja, stellt sich gleich fertig. Ja, zum 400. Beispiel 400 XP. Wir sehen Upgrade Complete. Wir sehen hier Terran Infantry Weapons Level 1. Ist bei dir da. Man kann jetzt wirklich immer besser reingucken, auch nochmal in die Produktion. Das kennt ihr ja schon. Structures. Units. Ich krieg jetzt auch hier, habe ich pro erstellten Marine 50 bekommen. Genau. Bau doch mal ein paar neue Einheiten. Ich baue gerade eine Widowmine. Nee, da hat sich ja nichts verändert. Also es ist wirklich diesmal nur ein Update ja, der Umgebung. Der Einheiten Splash. Also es gibt jetzt mehrere Todesarten. Genau, es zerplatzt ein bisschen schöner, es gibt ein bisschen mehr Ragdoll, das heißt, sie zerfetzt noch in die richtige Richtung. Genau. Wir sehen hier die coole Widowmine. Was hältst du von der Widowmine an sich? Widowmine, ha, schwierig zu sagen. Also es gibt ja den Widowmine Rush, den man spielen kann.
Wir haben jetzt gesehen, 50 und 100 XP hast du gekriegt für einfach Ausschalten von Gegnern. Ich werde jetzt mal die Mine einfach hier unten spaßeshalber aktivieren, gleich an meiner Rampe quasi, falls sie hochlaufen wollen. Die Widowman an sich ja im Anfangsstadium ziemlich stark, aber später ziemlich schwer kontrollierbar, sag ich mal. Anfangsstadium ist sie ziemlich nervig, weil man sie doch sehr, sehr schnell erreichen kann. Nee, ich frage mich halt, ob es sich lohnt, die einzusetzen. Wahrscheinlich eher gegen Protoss als gegen Zerg. Kann man jetzt so nicht sagen. Also, es kommt drauf an. Wenn natürlich der Zerg sehr viel mit Zerglingen agiert, dann ist es da natürlich von Vorteil. Und ich glaube, dass es später vielleicht so eine Art Baneling-Effekt haben wird. Es gibt ja die Banelinge oder Berstlinge in Deutsch, wo eingegraben werden extra, so als Landminen quasi. Und dieses Feature haben sie halt jetzt halt quasi umgebaut. Jetzt muss man nicht mehr direkt rüberlaufen, sondern man läuft normal dran vorbei und dann schießt die wieder mal drauf los. Genau, Battlehead, den kannst du noch zeigen, den kannst du noch produzieren. Stimmt, den kann man auch noch produzieren. Indem man mittlerweile ja nicht mehr ein separates Upgrade dafür erforschen muss. Genau, den gibt's on top, sobald, glaube ich, das Techler passt, ne? Und dann genau. Kannst du auch bestehende Hellions zu Battle Hellions morphen. Ich glaube, obwohl, ich weiß nicht, ob man die Armory dazu braucht. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Warte mal, ich schaue für dich. Doch, man braucht die Armory. Das ist schon recht. Genau. Da reicht das Techlab nicht. Genau, du brauchst nur die Armory dazu. Du brauchst, glaube ich, nicht das Techlab, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ich denke aber, viel mehr brauchen wir eigentlich auch nicht zeigen. Nein, eigentlich. Das sind jetzt diese aktuellen Patch-Nutzen abgedeckt, eigentlich damit, sage ich mal. Und zu den neuen Einheiten werden wir, glaube ich, separiert nochmal was sagen dann. Genau. Jetzt blieb ich jetzt mal das Spiel. Ja, ich hab's gesehen. So, man sieht Experience. Ich habe natürlich 0, weil ich nur zugeguckt habe. Jetzt ist die Frage, kann ich sehen, welches Level du jetzt hast? Die Frage ist natürlich, ob es während dem Spiel schon addiert oder ob es nach dem Spiel erst summiert quasi. Es wird erst summiert nach dem Spiel. Weil du auch nochmal Bonusse kriegst. Zum Beispiel für das erste Spiel des Tages, wenn du zum ersten Mal beispielsweise einen Terran spielst, kriegst du, glaube ich, 400 XP einfach so. Und 100 kriegst du auch nochmal einfach so. Also habe ich heute früh zumindest bekommen. Und du kriegst pro Volk, was du spielst, kriegst du einen Bonus für das erste Spiel des Tages. Und dann kriegst du an top noch ein paar Erfolge. Genau. Wie gesagt, es wäre es eigentlich, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen uns nicht viel länger in die Länge ziehen. Ich denke, wir haben euch alles gezeigt. Das soll so ein Grund... Ja, mal so eine Grundfolge sein, wie wir in Zukunft das Format so ein bisschen planen. Ich hoffe, wir haben euch wenigstens ein bisschen zeigen können für die, die kein Beta-Key gekriegt haben im letzten in StarCraft DE-Gewinnspiel, wo wir ja einen Haufen Keys rausgehauen haben, dass wir euch zumindest ein bisschen visuell mal zeigen können, was überhaupt abgeht. Auch vielleicht in Deutsch, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz cool, weil es ja doch viel mehr englischen Content als deutschen Content gibt, also... Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, schreibt bitte ins Forum. Auch gerne Kritik, was euch überhaupt nicht gefallen hat. Wir können nur dran arbeiten und wenn ihr uns was sagt, können wir auch die Kritik aufnehmen und verbessern. Genau, dann sage ich vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank an David. Kein Problem. Für seine Zeit. Genau, ich denke, wir hören uns bald wieder, spätestens zum nächsten Update. Bis dann. Ciao. Wink, Dave. Ciao. Ha ha ha.